Dann ziehe ich leise meinen Anderthalbhänder und stelle mich an einer Seite der Tür. So nach dem Motto, wenn er reinkommt, dann einmal schön wie mit einem Schläger Ja. drehen und reinhauen. Ich auch leise meinen Säbel und stelle mich schützend vor den Magier. Ich habe bereits meine Klinge gezogen. Die greife ich jetzt nur noch und stelle mich auf die andere Seite der Tür, um ihm dann von der anderen Seite eins überzugeben. Die Tür geht auf. Mit einem Quietschen. Niemand steht davor. Bügelt mit dem Quietschen auf und niemand steht davor. Würde, ich würde gerne eine Sinnesschärfeprobe würfeln, auch hören, ob ich trotzdem Schritte höre, die näher in unsere Richtung kommen. Sinnesschärfe hören. Mit herausragendem Gehör. Du kannst nichts hören. Und das macht dir vielleicht zu denken, denn du hast genau gehört, wie sich das Pferd mit den untoten Hufen wieder entfernt hat. Und du meinst auch, dass sie die steinerne Treppe mit den knirschenden Kieseln ebenso nach oben gegangen ist. Und dann kann Ture sehen, wie neben dir sich das Tor mit dem Drehmechanismus, mit diesem Rad wieder mit einem Knacken, die erste Stufe, knack, knack, und sich das eiserne Tor langsam wieder nach unten bewegt und Geister hat. Ich box mal in die Richtung, aus der, also einfach ein Schlag in die Luft, aus der offensichtlich diese Drehung erfolgt. Eslam, du darfst mal Bringe Magiekunde-Probe mein. würfeln. Ja, während ich darüber nachdenke, sprich die Magiekunde würfel, schwinge ich meinen Magierstab genauso in die Richtung, wo vielleicht jemand stehen würde, wenn er sich jetzt daran zu Ja, schaffen machen ist eine gute würde. Idee. Ja. Ja, sie sind natürlich auch unsichtbar, aber sie können auch mit Geisterhand Dinge bewegen. Und spätestens nachdem du mit deinem Stab in die Richtung geschlagen hast und auch der Geweihte dahin getreten und geboxt hat, sie sind wohl nicht da, sondern benutzen ihre Geisterhände. Manifestation. Was wollt ihr tun? Es gibt ein Und weiseres Klicken. wir wissen das ja nicht. Das ist ja nur unser Magier. Klick. Ich raune, sie sind unsichtbar. Klick. Und Klick. versuche nochmal mit dem Magierstab entlang, wo die Hände jetzt anpacken würden, dort einmal entlang zu schlagen. Nehme etwas Mondstaub raus, breite das auf meiner Handfläche aus und puste einmal den Mondstaub so durch den ganzen Raum, weil er sagt, da ist jemand Unsichtbares. Es gibt ein fieses Lächeln, ein fieses Lachen aus allen Ecken der Räume gleichzeitig. Und ebenso von draußen, hinter der Tür. Aber Klick. der Mondstaub bleibt auf nichts haften oder liegen oder so. Klick. Klick. Magier. Ja. Was heißt das? Klick. Das eiserne Portal ist wieder geschlossen. Das heißt, dass sie unsichtbar sind und auch unsichtbar hier unter uns weilen können, ohne dass wir es sehen. Sie uns etwa nicht angegriffen haben, aber doch zumindest ja, hier das Tor wieder geschlossen haben. Könnte sie nicht entschwören oder so? Ja, gibt mir genügend Zeit, dann sehr gerne. Dann könnt ihr sehen, wie eine Präsenz durch die Tür hindurch schwebt und ihr den Spuk erkennen könnt. Ein zu Tode gequältes Gesicht, was euch entsetzt anstarrt. Ein ehemaliger Bewohner, ein Soldat und eine zweite Präsenz, die hindurch schwebt. Initiative. Es ist jetzt Stehen zwei, Ture ne? und ich. Zwei Stück. Stehen Ture und ich noch an beiden Seiten der Türe? Ja. Sehr gut. Dann würde ich nämlich reinhauen, sobald es um die Ecke kommt. Ja, ich bin bei der Initiative 17. Ah, nee, du ganz.
Wow. 15. 13, alles klar. Warte. Stellt euch gerne auf die jeweiligen Positionen. Wir haben die Token. Ardo ist auf der 13. Dann 10. Midas auf der 15. Midas auf der 15. Ture. 18. Ich sehe das Initiativbrett nicht. Ja. Gebe ich dir gleich. Das sind die Players. Wir sind dann im Kampf. Adeptus Eslam. 10. Was willst du tun? Erstmal mich orientieren, wo die sind. Die sind auf zwei verschiedenen, nur auf einer Seite. Nee, genau, also warte mal, ich hatte das gerade genauso gezogen, wie ihr standet. Achso, also, die Tür kommt von da. Ah, okay, gut. Okay. Ja, du schaust dich um, du willst dich orientieren, dann steigt deine Initiative von 9 plus 6 sind 15. 15, ja. Genau. Dauert das zwei Aktionen, eine Aktion? Hast du Aufmerksamkeit? Dann zwei Aktionen. Zwei Aktionen. Ich habe Aufmerksamkeit. Ich mach das selber, aber ich habe Aufmerksamkeit. Du hast Aufmerksamkeit. Dann steigst du von 11 plus 6 sind 17. 13 plus 6. 13 plus 6? Nee, ja. 11 plus 6. Ach, die... Ah, okay. Nur die Basis-Inni steigt? Ja, also du hast deine Basis-Inni ist 11. Okay. Plus 6 sind 17. Eslam hatte sich orientiert, ist fertig. Midas, 15. Aufmerksamkeit, ich orientiere mich, bin auf 18. Alles klar, der Spuk ist dran. Der Spuk jeweils links und rechts sieht euch und ja, noch sehen sie euch alle. Ich muss gerade mal überlegen, wer ist denn von euch geweiht? Ture ist geweiht und Midas ist geweiht. Dann schwebt der Spuk an Ardo vorbei und schlägt einmal Midas und einmal Ture. Da würfel ich gerade mal beide Angriffe. 20 ist nicht getroffen, aber Geister patzen nicht. Einmal ein Treffer auf, ich fange den ersten an, Ture. Gut, versuche natürlich zu parieren. Moment. Ja, ich hätte sonst 4 plus 2 sind 6 TP. Gut, ja, ich, wie gesagt, ich versuche zu parieren. Ja, mach gerne eine Parade. Ja. Und das ist... Sieht gelungen aus mit dem Schild? Ja, ist mit Schild pariert. Ist dein Schild, nee, ist wahrscheinlich nicht geweiht, ne, nicht magisch? Doch, das ist der Torwarter-Schild, das, obwohl... Zeitlich würde es wahrscheinlich noch gar nicht passen. Das haben Torwaffnergeweihte noch gar nicht, oder? Das haben die ja, aber in 5 ist das ja unser Traditionsartefakt, in Anführungsstrichen, unsere Zeremonialwaffe. Oh, ja, also, nee. Verkomplizieren wir es nicht. Nee, der Schild ist nicht geweiht. Der Schild ist nicht geweiht. Ist nicht geweiht. Ja. Gut, dann wäre auf jeden Fall trotz allem pariert mit dem Schild zusammen. Hm, okay. Dann bekommst du die Hälfte an TP, sind... 6 halbe. Mhm. Wahrscheinlich, wenn du eine Rüstung an hast, wird da trotzdem nichts mehr passieren. Dann nach der 17. Ah, du hast noch eine Aktion. Ja, dann hau ich dem Viech den Rücken, bis gerade Ture gehauen hat. Ja. Angriff. Das sieht gut aus. Du hast eine korbgeweihte Waffe. Die macht normal Schaden. War nicht so viel. Ah, super. Du merkst wohl, wie du über einen Geisterpanzer kratzt. Das Ding hat wohl, es hat wohl auch sowas wie eine zerfallene Rüstung an, aber dein Schwert bleibt wohl nicht in einer Rüstung hängen, aber als ob er durch Butter fließt und langsamer wird und jeglicher Schwung rausgenommen wird. Das Ding fängt auch nicht an zu bluten, aber es verliert wohl Essenz. Du hast wohl sowas wie Schaden gemacht. Ture. Ja, der Gegner vor mir kassiert von mir einen Wuchtschlag 2. Hoffe ich, wenn ich es jetzt hinkriege. Also ich hole weit aus und schlage entsprechend zu. Das sieht gut aus, Schaden. Das, ja. Und dann kann Mida schon mal seinen Angriff machen. Ja, ich würde mit meinem Reitersäbel nochmal angreifen. Der ist sogar getroffen. Oh, das sieht gut aus. Der ist nicht fix geweiht. Ne? Ist nur eine profane Waffe. Genau. Wie viel Schaden macht Ture? 3 plus 2 ein Wuchtschlag?
Wuchtschlag 2 macht 4 Schaden, sind also 7 plus der Rest der Waffe sind 12 insgesamt. 12 TP? Mhm. Mhm. Und das Waffengeweiht, also für normaler Schaden abzüglich der Rüstung. Mhm. Dann kannst auch du sehen, dass es Sense verliert und auch dein Schlag wird gebremst. Der Reitersäbel macht einmal, weil er profan ist, die Hälfte Schaden. Sie sind nicht immun, sondern nur noch resistent. Und der Rest bleibt an der Rüstung kleben. Also auch du merkst, du schlägst zu, es passiert sonst nichts. Okay. Nächste Kampfrunde. Adeptus Eslam, 15. Ich werde attackieren. Ja. Mit meinem Magierstab. Tu das. Ein Wuchtschlag oder sowas? Nein, ganz normal. Na. Ja. Das sieht gelungen aus. Nicht. Nee, 9. Nee, nicht gelungen. Ah. Hab daneben. Ja, möchtest du umwandeln und ein zweites Mal zuhauen? Oder? Nein. Okay, alles klar. Dann sind die beiden Geister dran. Die greifen wieder die beiden Geweihten an. Ziel des Hasses. Das ist einmal ein Crit und einmal normaler Schaden. Der. Geister? Ein Geister, wenn sie nicht patzen. Doch. Okay. Sie kritten, aber sie patzen nicht. Und das ist die bestätigte 1. Okay. Doppelter Schaden, halbe Parade für Midas. Okay, dann versuche ich mal zu parieren, ne? Zum Glück haben sie nur eine 1 geworfen. Ja, aber ich schaffe meine Parade trotzdem nicht. 1 plus 2 sind 3 TP und 3 werden verdoppelt, sind 6 TP. 6 Geister TP. Okay. Na gut. Und die andere ist auf Ture. Geht die gegen meine Rüstung? Oder geht die durch meine Rüstung? Ist deine Rüstung geweiht? Nein, ist sie nicht. Nee. Ja, dann ist es ganz normal. Ja, SP. Okay. Dann würfe ich mal eine Trefferzone aus. Kopf. Ja. Dann volle Schaden. Aua. Ah. Da wird sogar nochmal verdoppelt, aber wir haben ja sowieso schon. Dann hast du. Was habe ich gewürfelt? Eine 3 mal 2 sind 6 mal 2 sind 12 TP in den Kopf. Ist wahrscheinlich eine Wunde. 12, ja, da bin ich sogar. Migränegeist. Da hatte ich auf jeden Fall eine Wunde. Ich würfel gleich auch die Wunden ignorieren. Und. Da geht Midas dahin. Ja, möglicherweise. Nee, schaffe ich nicht. Also fällt Midas nach dem ersten Kratzer durch seinen Kopf hindurch zu Boden und schlägt auf das Rad auf, das ihr eben gedreht hattet. Ja. Gut, und dann bekommt Ture 8 TP. Du kannst parieren oder versuchen zu parieren. Okay, ich pariere. Ah, das ist tatsächlich nicht gelungen. Dann bekommst du 8 TP. 8 TP, gut. Ado ist dran. Ich gönne mir mal einen 5er Wuchtschlag. Meine Waffen find. Da. Ja, geschafft. Ja, sie parieren nicht, kannst Schaden machen. Ach. warte, 5, 6 plus 5 sind 11. 11 TP. Minus die Rüstung. Ja, wieder schneidest du geisterhafte Essenz ab, die auf den Boden klatscht und dort flüssig wird. Zu Schleim unbestimmter Farbe, weil alles farblos ist. Ture. Ich greife nicht an, sondern schaue mir die taktische Situation an, in der wir gerade sind und rufe den anderen ermunternd zu und jetzt zusammen als einer und versuche ihn sozusagen zu motivieren. Das heißt, ich wende meine Traditionsfähigkeit an, Schutz der Gemeinschaft, die Folgendes macht. Beziehungsweise gemeinschaftlicher Angriff nennt sich das. Durch diesen Vorteil darf ich eine Probe auf Bekehren und Überzeugen machen und je höher meine, also ich darf QS plus 1 andere Personen in meiner Sicht und Hörweite bekommen in der nächsten Kampfrunde einen Bonus von plus 1 auf Attacke und Trefferpunkte. Ja, du rufst also laut und ja, ihn zu. Ja. Hab ja. Ich so verstanden, alles klar. Ja, genau. Nein, mache ich so. Kostet sich das eine Aktion oder zwei? Das kostet mich eine Aktion. Okay, möchtest du eine Kriegskunstprobe oder sowas würfeln? Oder Liturgiekenntnis oder kannst du sowas? Bekehren überzeugen muss ich noch. Ja, dann los. Derweil kann Midas den Sigma vom Miniboard runter. Ja. Dann ist Eslam dran.
Ich werde den mir hier am nächsten stehenden Geist ganz normal mit meinem Magierstab attackieren. Oh, why? Du hast eine... hast du Schicksalspunkt schon benutzt? Nee, ne? Nein. Dann kannst du den benutzen, wenn du möchtest. Alternativ, der vitruvianische Mann unten rechts auf dem Charakterbogen beim Kampf ist der Trefferzone. Nee, gar nicht, nicht die Trefferzone. Wir wollen sonst den Nahkampfpatzer. Den können wir mal probehalber schon mal würfeln. Was beim Nahkampfpatzer passieren würde. Stolpern würde Ardo auswürfeln. Ja, ja, stolpern kommen, das ist nicht so schlimm. Ja, stolpern ist okay. Eslam darf auch selber würfeln, wenn er mag. Ich nehme da gerne Stolpern. Na gut, dann nehmen wir Stolpern. Dann verlierst du, was ist das, 1W6, 2W6 oder, nee, 4. 4 Initiative, ne? Ich glaube 4, ja. Mhm. Dann gehst du runter auf die 11, ist nicht so schlimm. Und ja, wenn du eine Parade noch aufsparen willst, dann kannst du nicht ohne Aufmerksamkeit. Du bist durch. Ja. Ich greife dann mal dich an. Du bist ich würde gerne vorziehen. Ja. Also darf man vorziehen ohne... Du darfst vorziehen, das ist okay. Nice. Dann mache ich wieder einen 5er Wurfschlag auf das Viech. Ja. Er würde jetzt nämlich sonst Islam angreifen wollen. Ja. Ach, come on. Ja, dann ist deine nächste Aktion ein 5er Schwert. Ah, Schicksalspunkt hast du nicht mehr, ne? Ja. Yep. Gut, dann... du bist... Ach, weißt du was? Das Ding... kehrt sich ineinander um, stülpt sich einmal im Astralraum um und plötzlich guckt es dich an und greift dich an. Danke. Und ich würfel die 1. Ach, komm schon. Ich versuch's das mal zu bestätigen. 4, bestätigt. Okay. Dann ist deine Parade erstmal halbiert und dann, nee, erst, oh, jetzt muss ich überlegen, erst halbieren und dann minus 5. Okay, warte. Und du bekommst sagenhafte 6x2. Ansonsten, wenn du nicht parierst. Ich habe gerade einen massiven Brainlag. 17 durch 2 ist 8,5 ist 9. Minus 4. Okay, habe ich. Wirf einfach mal deine Parade. 2. Yes! Siehst du? Alles klar, dann bekommst du nur noch den halben Schaden. Ich hatte es eben gesagt. 4 plus 2 sind 6x2 sind 12. Also wieder die Hälfte davon sind 6 TP. Ah, okay. Das geht. Sei froh. Dann habe ich Rüstung. Ja. Die Geister von Klingen gleiten durch dein Chorschwert hindurch und kratzen ein bisschen an der Oberfläche von deinem Arm. Tut schmerzhaft weh. Du hast vorgezogen. Mhm. Und der andere Geist hatte schon, dann muss ich den anderen Geist noch würfeln, ne? Ja. Ich hatte bisher der noch steht. Genau, den Ture-Geist. Der trifft nicht. Ture ist dran. Ich bin? Ja. Ich bin. Ja, dann greife ich wieder an, nachdem ich nun den bekehrenden Überzeugungsprobe gemacht habe, bekommt jeder, wie gesagt, in der Gemeinschaft plus 1 auf Attacke und plus 1 für Trefferpunkt auf die jetzige Kampfrunde. Und oh shit. Und ich greife den Geist vor mir wieder an. Oder halt mal die Tür dicht. Mit einem Wuchtschlag. Plus 1 auf Attacke und 1 auf TP, das ist schön. Durch deinen Schrei angelockt kannst du sehen, wie ein kleines Irrlicht herbeischwebt. Ein kleines glänzendes Ding, wie es normalerweise in den Sümpfen, vor allem dir als Torwaller, sehr vertraut ist. Der sogenannte Gruftnebel, der dich anschreit, infernalisch. Die anderen können das nicht hören, aber du hörst dieses Klingeln, dieses Schreien. Du kannst die anderen im Raum nicht mehr verstehen und musst gegen eine Ohnmacht ankämpfen. So, du hattest eben schon gewürfelt. 7 getroffen. Mach Schaden. Okay, gut, dann mache ich gleich Schaden. Super. Das sind 11. 11 TP von Swafmir minus 5 Rüstungsschutz sind sagenhafte 6 TP bzw. SP. Nächste Kampfrunde. Eslam. Sind wir hier in einem dunklen Raum oder einem abgedunkelten Raum? Ja. Okay, das trifft sich gut. Geister mögen Dunkelheit, mögen aber nicht die Helligkeit. Nur ganz kurz zur Einschätzung, würde, wenn ich jetzt den Magierstab zur Fackel mache, das Licht ausreichen oder wäre jetzt ein... So klein wie der Raum ist, ja. Dann mache ich das direkt.
Das ist ja nur eine Aktion. Dann mache ich den Stab zur Fackel. Ja, Toxin auf den Boden. Die Fackel brennt lichterloh. Und magisches Licht wird durch den Raum hallen. Nächste Aktion hast du noch? Ja, die würde ich dann gegebenenfalls für eine Parade aufheben. Kannst natürlich auch angreifen. Aktuell würde Ado, weil Ado ihn angegriffen hatte, also noch hast du keine Aufmerksamkeit. Zum Glück. Ado wurde wohl ebenso als Magier identifiziert. Hi. Kannst du schlagen. Nee, ich schlage mich zu, weil mein Magierstab ist ja jetzt diese Fackel. Ja, kannst du auch mit der Fackel drauf brauchen. Das geht auch. Wenn du willst. Gut, ansonsten, Spuk. Warte, 1, ja. 2, dann los. 5, ja. 5, alles klar, Treffer, dann Schaden. Vier. 4? 5, du kriegst einen dazu, diese Runde. Ja. Oh, ja, danke, 5. Dann kannst du sehen, wie deine Fackel sich durch die Geister hindurch brennt und der Spuk, der gerade eben Ado angegriffen hat, zerfließt und dann auf dem Boden zergeht. Nimm dies bei Hesinde. Währenddessen kannst du immer noch blutend Midas erkennen, der gerade seinen Lebenssaft über diesem Rad vergießt und er ist nicht tot, aber er schmiert gerade mit seinem Blut die Ketten. Der Geist greift Tura an. Stopp, ich zieh wieder vor. Ja. Business as usual. Fünfer Wuchtschlag. Kannst du machen? Nur ein Vierschwert. Es ist ja nur noch der von Tura da. Ey, ich pack's nicht. Denn heute läuft's aber auch. Der andere Irrwicht, das Moorlicht, schreit Ture weiter an. Ich würfel die 3 nochmal, weil ich sehr großzügig bin. Ist trotzdem nach, der hat getroffen. Ture darf sich verteidigen. Gut. Das sieht gelungen aus. Dann das bekommst du 3 plus 2 sind 5. 5 halbierte Schaden. 5 halbe? Sind 3 TP. Ja, das interessiert mich nur nicht. Ado hatte so vorgezogen, Ture darf noch. Ja, Ture schlägt wiederum den Geist vor sich. Wieder mit dem Zweierwuchtschlag. Also dem ja. DSA 5er Zweierwuchtschlag. Ja, das ist gelungen. Dann Schaden. Und dann kannst du mal eine Selbstüberraschungsprobe würfeln. Das sind 15 Trefferpunkte. 15? 15 zu öffnen hier. Selbstbeherrschung. Moment, Selbstbeherrschung kommt. Ziemlich gelungen aus. Das sieht gelungen aus. Dir wird schlecht und du kannst einen Spuck, einen Brechfall kannst du dann zurückhalten. Wenn du noch siehst, wie dieses kleine Moorlicht fast in, ja, mit einem Schrei in deinen Mund eindringt. Dann ist Eslam dran, es ist nur noch ein kleiner Irrwicht da. Ich zieh vor, ich will dieses kleine Ding aus dem Weg klatschen. Ja, der Grofennebel. Ja, ich nehme noch nicht mal einen Wuchtschlag, ich bin noch die Erschwernis von letzter Runde. Ich wollte gerade sagen, du hast noch eine Erschwernis von letzter Runde offen. Yes. Ich habe eine 5 gewürfelt, aber warum hat er nichts gemacht? Dann würfel nochmal. Kann wahrscheinlich. Gerecht trotzdem. Recht trotzdem, ja. Schaden. Künschen. Dann darf Schaden. Islam noch Schaden würfeln. Ah, 10. So gefällst du mir. 10 Chor. 10 Chor. Islam. Dann mit dem Magierstab als Fackelattacke, die gelingt. Sieht sofern er nicht mehr parieren kann. Nein, kann er nicht. Hat keinen Überlebenstrieb, keinen Überlebenssinn. Immer noch die plus 1 von dir gerade eben, dann wären das 8. Magisch. Ja, du steckst deinen Stab wieder in den Kopf, in das Licht, in das Ding. Wäre das nicht so chaotisch, könnte man das fast sogar als Kobold bezeichnen, wenn es dann ja sowas wie eine richtige Gestalt hätte. Du drehst noch einmal und damit löst es sich auf und zerplatzt. Das muss in der Tat faszinierend aussehen, weil, wie ich ja beschrieb, an dem weißen Stab ist ja oben, der endet ja in einer Figur, die so ähnlich aussieht wie so ein Geist. Wenn man den jetzt leuchtend, aber nee, es ist ja gerade eine Fackel, egal, auf jeden Fall mit einem Bosparano Illuminati
stecke ich den Stab dem Irrlicht rein. Ja, ihr seid wieder alleine. Könnt noch einmal hören, lauschen und hört nur noch, wie Midas gerade die Ketten entlang rutscht und so ein bisschen jault. Ah, euer Gnaden. Ich gehe mal zu ihm und helfe ihm hoch. Ah, danke, danke. Auf zu ihm. Kopfschmerzen. Adeptus, nehmt ihr euch ihm seiner. Nehmt ihr euch. Na, macht schon. Ich schaue auf die Umgebung. Könnt ihr irgendwas tun? Wie ist er denn verwundet? Beine also am physisch? Kopf. Ja. Ja. Sonst hätte ich ja keine Selbstbeherrschung suchen müssen. Ja. Dann kann ich gerne versuchen, die Wunde zu verarzten. Wundenprobe? Ja, haben auch, glaube ich, jeder einen Heiltrank bekommen, oder war das nicht, oder? Zur Not trinke ich den Heiltrank dann halt noch danach. Aber kann ja trotzdem nicht schaden, die Wunde erstmal ordentlich verarzten zu lassen. Trink lieber den Heiltrank. Du siehst wohl, wie er da mit den Fingern in der Wunde rumstochert und ach, ja gut, Geistertreffer, sind die überhaupt physisch? Ja, natürlich, du blutest wie Sau und da ist irgendeine Ader getroffen, die müsste man eigentlich zu. Er drückt so mit den beiden Fingern auf die Ader. Meint ihr wirklich, dass das zielführend ist? Ich sollte vielleicht doch lieber den Trank nehmen. In Heilkunde Seelen bin ich deutlich besser. Ja, ich glaube aber, dass das nicht meine Seele getroffen hat, sondern Gott sei Dank nur meine sterbliche Hülle. Ich trete nochmal auf dich zu. Ha, haltet fest. Haltet mal eben still. So. Und leg meine Hand auf deine Stirn. So quasi meine kampfschweißnasse Hand. So direkt auf deine Stirn drauf und sagst so und ruf nur so von wegen: Horst Swafnir, gib diesem Diener deines göttlichen Bruders ein bisschen von seiner Lebensenergie wieder. Und ich spreche den kleinen Heilsegen auf dich. Danke dir. Wie viele Lebenspunkte bekommt er zurück? Einen. Davon kriegt er nur einen wieder. Aber Wunden schließen sich und so. Ja, genau, Wunden schließen sich. Das war noch die andere Sache. Den kann man auch verwenden, um ein Leben zu retten. Der ist schon ganz gut. Ja, ihr seht euch wieder um. Die rostigen Ketten sind wohl durch das Blut von Midas wieder entrostet. Was auch immer das für ein Wundermittel ist, das Öl hat nicht funktioniert, aber mit dem vergossenen Lebenssaft von Midas. Sieht das aus. Ist ja ekelhaft. Das so sein soll. Wahrscheinlich nicht. Ich glaube, diese Mauer braucht eine Grunderneuerung, wenn das Ganze vorbei ist. Ja, ich möchte auch, aber. Kräftigen Exorzismus, würde ich mal sagen. Ja. Ah, packt mal mit an und heben wir das Ding jetzt endlich mal hoch. Ja, und dann hoch mit dem Ding. Ja, ihr könnt wieder drehen und zu eurer Überraschung quietscht nichts mehr. Und das liegt? An geweihtem Blut.